Hallo und herzlich willkommen, meine Zuschauer, zu einer ganz speziellen Geschichte hier am heutigen Abend. Wir haben eine Co-Produktion von Schweiz 5 und Alpenwelle. Also, Elmar hat gesagt, wir sollen öfter mal was Neues machen. Das ist jetzt etwas Neues. Und jetzt habe ich einen tollen Gast bei mir, den muss ich natürlich sofort vorstellen. Markus, der Spitzbub Steininger. Hallo, servus. Hey, servus Kevin, servus. Richtig schön, dass du bei mir ins Studio bist. Jetzt haben wir hier mal wirklich ein neues Set, machen wir mal wieder was Neues, oder? Ja, zwei schöne Buben, was Neues im Hintergrund, ein Traum, gell? Ein Traum. Ein Traum. Jetzt für euch zu Hause natürlich noch schnell, jetzt wollt ihr sicher wissen, was in dieser Sendung kurz auf euch zukommt. Es geht eigentlich um das, was hier auf dem Tisch ist. Das ist es. Das ist Markus seine neue Serie. Gell? Um das geht eigentlich die ganze Sendung. Wir werden natürlich auch noch anschauen, wie du lebst, wie du angefangen hast und so. Aber das ist eigentlich der ausschlaggebende Grund gewesen. Gell? Genau, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, da komme ich zu dir, Kevin, ins Studio. Und nachdem du mich schön ranbekommen hast, wie wir am Anfang schon gesehen haben, mit der schönen Kletterwand. Ah, das kommt noch, das kommt noch. Kommt jetzt? Ja, okay. Also, das ist brandneu. Ja? Brandneu. Das ist so heiß. Also, man kann es eigentlich sehen, also ich habe es eigentlich gar nicht richtig. Das muss man gleich herstellen. Okay. Also, wenn ihr die wollt kaufen, natürlich, läuft unten ein Laufband. Ihr könnt unter info@schweiz5.ch uns e-mailen und dort könnt ihr natürlich die CD gerne bestellen. Weil eigentlich möchten wir gerne mit dieser CD Goldstatus erreichen. Das heisst 10.000 verkaufte CDs. Da würde sich der Markus so riesig freuen und natürlich, wenn wir natürlich so gut es geht, unterstützen bei dieser Mission. Mission kann man sagen, oder? Genau. Aber den Kampf. Total frontale Mission. Ongard! Total frontal. Das ist eben, so heisst die CD. Also passt eigentlich genau. Total frontal. Total auf den Goldstatus los. Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Thema, gerade für anzufahren. Der Elmar kennt ja von Alpenwelle, er kennt jeden. Der Elmar hat wieder mal etwas geändert. Er hat mal ein neues Reglement eingeführt, wie man Moderatoren testet vor Alpenwelle. Oder? Er tut immer Moderatoren suchen und die moderieren, das ist alles schön und gut. Aber jetzt will er eben die Moderatoren physisch an die Limite bringen, dass sie wirklich beweisen können, wie gut sie sind. Und da hat der Markus, der Spitzbub, als allererstes müssen herhaben. Und ja, ich denke, zeig mir am besten, was geschah, oder? Genau, ja, das war... Ich meine, du bist noch hier, also so schlimm kann es nicht sein, aber... Nein, aber ich habe es überlebt, mit Mühe und Not. Mit Mühe und Not. Schaut selber hier unseren Einspieler. Ja, liebe Zuschauer, wir sind ziemlich outside. Dort hinten steht Kraftreaktor Kletter Eldorado. Wir sind hierher gekommen und der Markus, der Spitzbub, wird jetzt hier mal getestet. Wir haben neue Richtlinien bekommen vom Elmar. Wir müssen die Moderatoren mal richtig testen. Kann man, glaube ich, nie besser als hier im Kletter Eldorado. Der Spitzbub Markus ist momentan auf dem Weg hierher. Er hat das Gefühl, wir schauen die Location anschauen für einen Auftritt von ihm. Ja, es ist schon ein Auftritt von ihm, aber ein bisschen anders, als ich vorstelle. Ich bin gespannt, was er sagt dazu. Ah, da kommt er ja, unser Markus. Ui, was Hallo. Sind da meine Augen? Ja, Kevin. Schau mal, der Markus, schon lange nicht mehr gesehen. Geil, ist hier, komm, freut mich. Oh, stopp das bitte, ja. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich ja, schon Markus, auf das Fest. Das freut uns auch, dass du da bist. Das Fest steigt schon fast. Ja? Okay, cool. Also jetzt noch kurz zu deiner Info. Du siehst das Kraftreaktor Kletter Eldorado. Ja? Okay. Schön, oder? Ja, da steigt die Party. Da haben wir Garantierplatz zum Aufpassen. Ja, genau, da haben wir Garantierplatz zum Aufpassen. Es geht heute um was anderes, ich muss dich kurz informieren, leider. Der Elmar hat neue Richtlinien rausgegeben für Moderatoren. Es ist jetzt so, wir müssen die physikalisch an die Grenzen bringen, um die Belastbarkeit zu testen von den Moderatoren. Okay. Und da muss ich mir jetzt, ich bin jetzt da in Charge, ich muss mir jetzt was überlegen und du bist eigentlich der erste Moderator, der gecheckt wird. Und das kleine Check ist wirklich nichts Besonderes. Jetzt haben wir gedacht, es klappt, Reaktor, Kletter-Eldorado, könnte doch den Spitzbub an seine Grenzen bringen. Also, weißt du, ich bin 8 Jahre verheiratet, ich kenne meine Grenzen. Also, Markus, es ist nicht so, dass du jetzt eine Wahl hättest, aber es ist kein Stress. Es ist wirklich easy, Markus, entspann dich, vertrau mir, es wird locker. Alles wird ganz entspannt gehen. Elmar verlangt ja nicht Unmögliches von dir, Markus. Kein Stress, ja, vertrau mir. Nein, kein Stress, wird locker. Markus, ist nicht ein schönes Ambiente hier, findest du nicht auch? Hä? Das ist eine beruhigende Kletteratmosphäre. Hä? Beruhigend ist für mich was anderes, Kevin. Ich meine, du siehst, also, da sind Seile, also, es ist auch Sicherheit ein Thema. Du hast ja, kriegst von mir so ein Klettergurt. Hä?
Dann ein Seil, das ist easy. Weißt du, der Elmar, das ist kein Stress, der verlangt ja wirklich nichts Großes. Ich habe ja die Seile mich aushalten, ich habe mittlerweile auch fast 50 Kilo. Das ist und, wenn kein ich, Stress und wenn ich jetzt das alles so sehe, dann wird man nicht ganz. Ja, weißt du, wir machen das anders. Ich habe einen Plan. Weißt okay. du, müssen wir einem Elmar nicht erzählen, wir machen was Einfacheres für dich. Okay. Da hinten zum Beispiel siehst du die ganze Wand hoch, das ist total easy. Total einfach. Okay. Das machst du wie nichts. Also würde man sagen, ziehst du dich kurz um, dann bringen wir das hinter uns, dann können wir nachher ins Studio fürs Wunschkonzert, oder? Das Wunschkonzert ist auch noch ja, heute. Klar. Ob ich das noch überlebe? Also ja, falls ich nicht mehr überlebe, es hätte mich gefreut, heute Abend das Wunschkonzert zu moderieren. Locker, kurz mal machen, dann ist es schon vorbei. Weißt du, das machen wir einmal kurz und dann ist es durch. Vertrau mir. Vertrau dir, du machst mich fertig. Was geht's? Reicht es schon? Haben wir es oben? Wo ganz oben? Da oben! Ist so schlecht. Warum gleich hier nicht angehängt? Was? Ja. Gott sei Dank. Fertig. Aus. Das ist schöner. Das ist runterschön. Viel schöner. Das reicht. Doch locker, mein Freund. Locker. Ja, ich hätte es gesehen. He? Unsere Moderatoren und die Moderatoren von Alpenwelle müssen richtig hart durch. Meine Aufgabe, das schnell mal den Spitzbub zu testen. Aber du hast dich tapfer geschlagen, muss ich sagen. Ja, für das, dass ich eigentlich nicht schwindelfrei bin. Und in meiner Größe, hat niemand gemerkt. Hat niemand in meiner Größe, da kommt ja die Wand ja noch größer vor, wie es eigentlich ist. Weil ich bin ja nur 1,62 groß. Und jetzt, wenn ich 1,90 groß wäre, dann wäre die Wand ja zumindest um 20 cm knapp schon wieder kürzer. Ja, natürlich. Ja, mein, das ist klar. Wie war der Eindruck? Als erstes Mal klettern in deinem Leben? Ja, also als Kind habe ich schon öfters geklettert, so im, Kinder, also im Kindergarten haben wir so Klettergrüß gehabt, da bin ich zwar öfters runtergefallen auf den Kopf. Und ja, nein, es ist, ja, Klettern ist nicht so meine Welt. Das ist alles, was so hoch ist, auch Riesenradfahren, das ist für mich schrecklich. Boah, also, weil runter See ist bei mir vorbei, da ist alles schwarz, das ist boah. Also war es eine perfekte Aufgabe für dich, an die Limite zu bringen, oder? An die Grenzen? Das war ja sehr nah an meiner Grenze. Die Höhe nach unten, das Raufschen ist noch gegangen. Bei der Hälfte runtersehen, da war es bei mir schon, bitte nicht runterschauen. Und dann war es bei mir vorbei. Sobald die Hälfte. Du kannst dich ja beim Elmar bedanken, natürlich, gell? Ja, der Elmar und ich habe für den Elmar auch etwas Schönes auf Lager. Er wird sich freuen, wenn wir gemeinsam aus dem. Mit dem Fallschirm springen. Hast du böse Pläne gemacht? Sehr schön. Aber ich bin der Einzige, der einen Fallschirm hat. Der Elmar hat keinen. Ja, aber das sagen wir nicht. Er hört uns jetzt nicht sicher. Nicht nein, zu. Nein, nein, nein. Also, total frontal. Total frontal ist die CD. Und hier, All or Nothing ist das Motto von unserem Talk hier. Co-Produktion von Schweiz 5 und Alpenwelle, das erste Mal. Ja. Markus, jetzt wollen wir ein bisschen auf dich eingehen. Ich meine, jetzt haben wir die CD vorgestellt, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen wissen, wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt derartig in das Showbusiness eingestiegen bist eigentlich? Ja, es war so, also ich habe die Musik schon immer geliebt und wie ich auf die Welt gekommen bin, so meine ersten Lieder, wo ich gesungen habe, so mit 3 Jahren habe ich, wenn man das singen nennen sollte damals in dieser Zeit, wo ich 3 Jahre alt war, das war immer Frau Mai, hatte gelbe Unterhose an, habe immer vor dem Schlafen gesungen. Meine Oma war natürlich schon auf 180, weil ich das schon so oft gesungen habe. Und dann stand ich das erste Mal 1989 mit 7 Jahren auf der Bühne bei uns beim Fischerfest, da waren so 800 Leute im Zelt, da stand ich das erste Mal auf der Bühne. Ja, und dann ist es halt weiterentwickelt. Dann habe ich so angefangen als Alleinunterhalter mit so Keyboards übereinander. Ich habe damals Keyboard gespielt, 3, 4 Keyboards. Und dafür bei uns in Bayern, in Bad Füssing, ist ja viel ein Begriff, für die Touristen, ja, für die Preisten, wie wir sagen, die bei uns Preisen. Schwimmen, für die Preisten, Musik gemacht. Und dann war ich 14 und dann kam einer zu mir her, ein Hamburger war das, das vergesse ich nie. Den habe ich eigentlich zu verdanken, der Spitzbub Markus heißt, weil er hat zu mir gesagt: Mensch, Junge, du bist ein richtig kleiner Spitzbub.
Und habe gedacht, Spitzbub, Markus, das wäre ja ein geiler Name. Und der würde perfekt passen. Und von dem Augenblick an war ich eigentlich der Spitzbub Markus und jetzt seit 21 Jahren Spitzbub Markus und ich liebe die Musik und die Musik ist mein Leben. Und ich habe auch in meiner Ahnenreihe habe ich einen bayerischen Schauspieler, den Weißviertel, ist bei mir in der Verwandtschaft so mit versteckt in den meinen Wurzeln. Von dieser Seite schlägt alles rüber zu mir. Also die Oma und Opa haben nicht so viel Musik gemacht, aber auf dieser Seite. Die Großtante von mir war zum Beispiel im Münchner Theater tätig als Schauspielerin. Oh. Und ja, hat auch früher auf den Komödienstall so mitgespielt, mit Schwarz-Weiß damals noch. Und ja, von dieser Seite schlägt alles rüber zu mir. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich das weiterführen darf und so machen darf, wie ich will. Nämlich total frontal. Total frontal. Du bist so ein Typ, du kannst dir nichts anderes als die Musik vorstellen, oder? Nein. Du machst das, seit du klein bist. Also es ist dir wirklich in die Wiege gelegt. Also seit ich klein bin, ist jetzt ein wenig blöd, weil klein bin ich jetzt also auch noch. Aber seitdem ich jünger war, noch ein bisschen kleiner Bambini. sehr Bambini. Ja? Sehr Bambini. Jetzt machen wir natürlich, wir machen nur Musik von deiner neuen CD heute. Genau. Oder? Und da wollen wir die Leute nicht sehr lange auf die Folter spannen. Mein Lieblingstitel passt ja auch wirklich gut zum Thema vorher mit den ganzen Kletterei. Ja? Action, Fun und Feeling. Und ich denke, jetzt ist einfach Zeit für Musik. Erster Clip von neuer CD, total frontal vom Spitzbub Markus. Für euch Action, Fun und Feeling. Action, Fun und Feeling. Hallo, ich lieb das Leben. Das Leben liebt auch mich. Und darum lässt Fortuna ein Glückskind nie im Stich. Für schöne Frauen und Musik nehm ich mir immer Zeit. Und auch der Gott der Liebe steht schon zum Schuss bereit. Action, Fun und Feeling, ich bin voll dabei. Lass die Freiheit leben, träume. Wenn ein Mädchen heut zärtlich zu mir ist, die Liebe ist ein Wunder und ich ein Optimist. Ich weiß nicht, ob am Morgen der Wind von vorne weht. Wünsch nur, dass es mit Vollgas und Power weitergeht. Hey, das gehört. Action, Fun und Feeling. Ein super Clip vom Spitzbub Markus. Es ist einfach Musik, die ihr mitnimmt. Oder? Ihr nehmt den mit, Markus. Also die Musik, da will man einfach nur festen, wo du machst. Ja, Vollgas. Immer Vollgas! Vollgas! Total frontal an die Macht. Wir waren vorher in der Pubertät oder 14, kurz vor der Pubertät stehen geblieben. Ja. Nachher, ja, wie war die Zeit für dich? Jetzt erzähl mal aus dem Leben vom Spitzbub Markus, das, was die Leute eben nicht wissen. Was Leute nicht zu wissen, ja, dass was ich du noch nie erzählt ein hast. Sehr guter Schüler war. Genau, Schule. Die Schulzeit war, ich muss mich direkt schämen, die Schulzeit, ich hoffe, das sieht meine Tochter nicht irgendwann. In die Schulzeit war ich für mich
also ich war ja eigentlich gut, nach meinen Ansichten. Nur die Lehrerin, die hatte so viel Freude an mir. Sie hatte mich einmal in der Woche mindestens länger in der Schule lassen wie nötig. Ich weiß nicht wieso. Nur weil sie dich gerne hat. Ja, weil sie gerne, ich war damals schon richtig. Das war in der 5. 6. Klasse. Die 6. Klasse war für mich ein Horror. Hat sie dich auch Herr Spitzbub genannt schon? Nein, sie hat mich damals Markus. Wenn das Markus so gekommen ist, dann was wieder. Ah. Ich habe dann ab und zu mal keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe so viele Phasen gehabt, da habe ich null Bock gehabt. Da war ich lieber in meinem Proberaum und habe Keyboard gespielt, alte Lieder nachgesungen, bevor ich so eine scheiß Hausaufgabe mache. Aber ich dachte, was bringt man denn so eine Hausaufgabe? In Mathe war ich immer gut. Mathe habe ich eine 1 gehabt. Und Deutsch und Englisch war auch katastrophal eigentlich. Aber im Musikunterricht eine 6. Oder eine 1, je nachdem. Nein, bei uns war eine 1. Bei uns war 1 ein, bis 6, 6 ist ganz schlechte. Okay. Und darum darf ich ja nicht sagen, eigentlich, dass ich in der 6. Klasse beim Abgang 4-5 im Zeugnis gehabt habe. Aha. Sie wollten mich ja nochmal wiederholen lassen, aber ich habe das Gott sei Dank hinbekommen, dass ich mir gesagt habe, ich werde mich auf der neuen Schule verbessern, weil da gibt es bestimmt nettere Lehrer wie in dieser Schule. Und dann habe ich ein bisschen mit dem Direktor Probleme gehabt und so, dann haben sie mich praktisch entlassen von der Schule. Ja. Brav, schön. Da bin ich in die 7. Klasse gekommen und da war meine schlechteste Note eine 3. Aufs Mal. Ja, auf einmal alles wie ausgewechselt. Alles anders, ja? Alles anders. Neue Lehrer. Neue Lehrer, neue Man wird reifer, man wird erwachsener. Vielleicht ein wenig. Ja, ein wenig erwachsener. Neue Mädels sind da, das macht auch viel aus. Ja, das ist frischer Wind. Frischer Wind, das ist das. Nicht immer. Und junge Lehrer gehabt und tolle Lehrer gehabt und ja. Und so ging es halt. Spitz von Markus, wie waren das eigentlich mit deinen Eltern? Die hatten es wahrscheinlich auch nicht immer leicht mit dir, oder? Also, du bist schon ein Schlitzer, oder? Also meine Eltern sind ja geschieden und der Stiefpapa, wo wir haben, ist eigentlich für mich mein Papa. Ja. Und der hat mir gesagt, und er ist ja Maurerkapo, also Beruf nur, was mit Händen gemacht wird, richtige Handarbeit. Also das, was wir machen, ist wieder eigentlich. Das ist nix. Bis vor kurzem war das so, aber da denkt er um. Und ja, und das war damals so eine Zeit, wo ich gesagt habe, die Pubertät, dann die Schulzeit. Und dann, wenn man praktisch das Ganze so macht, wie mein Schiffpapa, es wird nur gearbeitet, und dann du deine Füße unter meinem Tisch hast, da lernst du erstmal einen richtigen Beruf. Was lernt natürlich ein Spitzbub? Wer meine Figuren sieht, was könnte das sein? Keine Sorge, Mädels, ich bin kein Model geworden. Noch nicht. Noch nicht, aber meine Herren. Was könnte vielleicht werden? Nein. Vielleicht. Ich habe Konditor gelernt. Konditor hast du gelernt? Ja, sieht man zwar meine Figur nicht an. Hast du alles gut wegtrainiert oder gut kaschiert? Das, nein, ich habe das Zeug auch nie gegessen, was ich gemacht habe. Konnte man es nicht essen oder wolltest du es nicht essen? Ich glaube, 3 liegen noch im Krankenhaus, aber. Stationär. Nein, es ist praktisch, war für Eis zuständig in meiner Lehrzeit und für Pralinen zur Winterszeit ein Traum. Ich liebe heute noch mein Backen. Und das Backen ist noch eine Leidenschaft zu mir. Torten machen und so. Lecker. Aber es muss süß sein, ne? Es muss süß sein. Wenn es nicht süß ist, Koch wäre jetzt gar nicht. Wird es richtig süß. Ja, einfach zuckersüß. Zuckersüß. Und ja, ich habe die Lehrzeit dann auch bestanden. Auch sehr gut eigentlich. Somit, mir ein 3 und ein 4er. Für das, dass ich eigentlich keine Lust hatte, den Job zu machen, habe ich trotzdem geschafft. Ist ja alles ziemlich nebenher gelaufen, oder? Genau. Da war ja deine Karriere im künstlichen Bereich, also Musik machen, schon voll am Laufen, oder? Genau. Wie war das da die Zeit? Ist eigentlich schon lang gegangen, da war ich der Spitzbub schon und da habe ich halt geschaut, wie es alles so weiterentwickelt und mit der Arbeit. Und ich habe dann eine Zeit gehabt, da habe ich praktisch 3 Tage gespielt am Stück und dann in die Arbeit. Spielen, Arbeit. 3:30 in die Backstube, zack, schlafen 2-3 Stunden am Tag. Und irgendwann hat sich mein Körper gerecht und dann, weiß noch wie heute, wie ich auf der Teigmaschine gestanden bin und wollte den Blunderteig ausrollen mit der Maschine. Auf einmal wird mir direkt schwarz vor die Augen, der Teig fällt auf den Boden und ich liege auch am Boden und kam im Krankenhaus auf. Und das hat mir dann gezeigt, jetzt musste ich entscheiden. Machst du Musik oder machst du das andere, wo dir auch eigentlich Freude macht, aber eigentlich nicht so viel Freude wie die Musik. Und den Lehrbrief hatte ich damals schon in der Hand, den Gesellenbrief, das war ja Gott sei Dank, dass ich den schon erlebt habe und erledigt habe, zu Hause für den Papa zumindest, da ich das in der Hand habe. Und dann das zu Hause beibringen, dass ich ab nächsten Monat, ab 1. September 2006 war es, glaube ich, genau. Das war dann, du warst über 20 oder da was? Ich war schon über 20, ja. Da war ich schon über 20 ein bisschen. Dass ich nur noch Musik mache, das war ein Schlag ins Gesicht. Musik ist ja kein Beruf. Musik war. Das ist eine Einstellungsgeschichte, ja klar. Und weißt du, wie die Branche schwer ist? Sogar ich weiß es selber, aber ich könnte es ja schaffen, weil ich ja etwas anders bin wie die anderen. Und ja, und Konditor ist mir noch immer geblieben. Und was ich auch gern tue, kochen. Ich bin ja ein Hobbykoch. Das ist ja fast, das läuft ja Hand in Hand, Konditor und Koch. Da muss man eine Leidenschaft haben. Ich koche auch gerne ein 3-Gänge-Menü. Also kochen, du kochst also regelmäßig für deine Frau? Für meine Frau, und es ist wirklich so. Meine Frau sagt es wirklich selber, dass ich viel besser koche wie sie. Also da kann, also wirklich? Ja. Hm. Da gibt es nicht nur Wiener oder so oder Pommes, da gibt es auch mal richtig deftiges. Was ist denn zum Beispiel das, was du am liebsten kochst?
Jetzt in der Zeit, da, wo so was richtig kalt ist oder so, war mehr so Rehbraten, Hirschbraten und so Zeug. Und dann im Sommer halt mal mehr so ganz einfache Sachen wie Schweinsbraten oder Sauerbraten oder solche Sachen. Ja. Ganz einfache Sachen. Aber es gibt natürlich ein Lied auf genau, der Genau, wahrscheinlich sagt ja dein Schatzi ab und zu, Schatzi, hast du gekocht für mich? Aber das Lied heißt, Schatzi ich hab gekocht für dich. Und das muss ich erzählen, wie das entstanden ist. War so geil. Die Nummer haben wir geschrieben auf 10 Minuten. Und da waren wir in Bregenz. Wir haben einen Tonstudientermin gehabt, waren in Bregenz beim Essen, da kam die Bedienung und sie hat gerade das Essen so schön serviert, so. Oh. Und sie hat es richtig schön, richtig schön was drin gehabt, ein Holz vor der Hütte, wie wir in Bayern sagen. Und dann schaue ich so rein, dann habe ich nur sie angesehen und sage, Schatzi, ich habe gekocht für dich. Und das war dann die Zeile, da sind wir schon gesessen, haben wir das Lied geschrieben, Schatzi, ich habe gekocht für dich. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Schatzi, ich habe gekocht für dich vom Album Total Frontal. Schatzi, ich hab gekocht für dich. Auf geht's. Ich geh so gern ins Wirtshaus, trink gern ein Glas Bier. Doch essen tue ich meistens nix, das tue ich nur mit dir. Ich koch ja nur als Hobby und steh ganz gern am Herd. Da mach ich lieber schlapp und werd zum wilden Pferd. Schatzi, ich hab gekocht für dich und ich bin dein Dessert. Und falls du das nicht überlebst, nimm ich halt die nächste her. Ich hab gekocht für dich, ja heut gibt's nur eine Suppe, denn der wahre Grund dafür sind deine Megahupen. Raus mit den Töpfen, hey! Ich heiß nicht Rach, nicht Schubeck, nicht Zacherl, Biolek. Die besten Kräuter nimm nur ich, wenn's Pech hast, ja nichts an mich. Viele Frauen haben mein Essen nicht überlebt. Du hast Glück wegen deiner Brust, hab ich aufs Kochen gar keine Lust. Schatzi, ich hab gekocht für dich und ich bin dein Dessert. Und falls du das nicht Schatzi, ich hab gekocht für dich, ja heut gibt's nur eine Suppe, denn der wahre Grund dafür sind deine Megahupen. Aber noch was noch! La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Schatzi, ich hab gekocht für dich, ja heut gibt's nur eine Suppe, denn der wahre Grund dafür sind deine Megahupen. Denn der wahre Grund dafür sind deine Megahupen. Schatzi, ich hab gekocht für dich, gell? Ja. Ja, jetzt haben wir es durch, also ja. Deine Frau wollte mir hier ins Studio einlinken, aber das hat nicht funktioniert. Hä? Die Technik wahrscheinlich schlecht. Müsste man wahrscheinlich Paris Hilton... Aber du kannst ja meine zweite Frau anrufen. Das wäre dann Paris Hilton, ja? Ich könnte mir Paris Hilton anrufen, weil jeder Mensch hat ja Träume. Ein Traum zum Beispiel... Auch du hast auch Träume. Ich habe auch sehr viele Träume, unter anderem auch noch lange gesund bleiben und lange auf der Bühne stehen. Mittlerweile habe ich ein tolles Team gefunden, was voll hinterm Spitz bei Marco steht. Und das ist natürlich schon geil, wenn man sowas hat. Ja, ein Team ist ganz wichtig, oder? Team ist ganz wichtig. Und ich habe schon so viel in dieser Branche erlebt. Mein erster Plattenvertrag damals war ich 20 Jahre. Den habe ich gleich unterschrieben, weil einfach lauter Freude. Euphorie, hä? Ich habe einen Plattenvertrag. Der Hauptsitz war aber in Spanien. Und ich habe in München unterschrieben, da war eine Zweigstelle. Gefährlich, ja. Es war gefährlich, heutzutage würde ich es nicht mehr machen. Aus der damaligen Zeit, ja, die haben alles gemacht und eine Single gemacht und wollte es unbedingt bis zum ersten Album machen. Dann haben wir einen Sponsor gehabt für Drachenoutfits und so.
Das hat dann auch nicht funktioniert. Da wollten sie einen Kinospot machen, hat auch nicht funktioniert. Aber ein komplettes Team von 6 Leuten allein im Büro angestellt, nur für mich. Nur für mich allein, einen ganzen Monat nur für mich gearbeitet. Da ist aber kein einziger Termin gekommen. Irgendwas funktioniert, irgendwas passt da nicht. Dabei bin ich draufgekommen, sie haben eine zweite Firma gehabt und für die Telekom gearbeitet. Okay. In Deutschland. Ah. Und haben praktisch diese Personen für Telekom arbeiten lassen, aber ich habe sie eigentlich bezahlt. Ah, und nach eineinhalb Jahren hat die Firma zugesperrt und ich hatte die Rechnung davon 180.000 Euro. Ah, was für eine tolle Nummer. Ja, genau. Okay. Weil das Kleingedruckte habe ich vergessen zu lesen. Na, so kann es so gehen. Ja, wenn man neu im Business ist, kann man auf so Fallen reinfliegen, natürlich. Ja. Mittlerweile aber bin ich viel schlauer geworden. Lebenserfahrung. Ja, Lebenserfahrung. Ja. Gott sei Dank passiert das in jungen Jahren. Ja. Wenn du 40 bist und bist so euphorisch, du hast jetzt einen Plattenvertrag, du freust dich, du hast ein Team hinter dir und passiert das mit 40? Das ist schon ein Alter, wo du sagst, da könnte man kritisch werden, dass du noch rauskommst, dass du alles das schön abarbeiten kannst, die Schulden, oder dass du es wegbekommst alles. Ja, das ist genau der große Punkt. Ja. Aber schon ein harter Schlag gleich mal von Anfang an, so wie eine Flasche ins Gesicht, oder? Genau, wenn du gegen eine Wand laufen würdest, da denkst du dir, mach ich weiter oder hör auf. Aber die Musik hat mir immer den Trieb gegeben, weiterzumachen, und auch wenn es mal wirklich sehr tief nach unten war, auch privat. Ich denke, das ist die Leidenschaft, oder? Wo die du Leidenschaft. Musik hast. Ohne Leidenschaft würdest du dort einfach an dem Punkt aufhören. Es kommt vom Herzen. Das ist egal, was ich mache auf der Bühne, es kommt alles von Herzen. Vielen Leuten bin ich zwar ein kleiner Dorn im Auge, weil ich ein bisschen polarisiere, halt ein bisschen anders bin, aber das bist du natürlich. Ja. Aber wenn man anders ist, kann man auch Erfolg haben. Und ich sage Dankeschön an alle, die mich lieben, und auch Dankeschön an die Neider, denn wegen den Neider mache ich weiter. Und das noch viele Jahre. Das kann ich meinen Neider versprechen. Das ist schön zu hören. Jetzt eben, wenn man hört polarisieren, Pole hoch und runter, Plus und Minus. Ja. Es gab sicher auch nicht so schöne Zeiten, oder, in deinem Leben. Vielleicht sollten wir auch da mal noch kurz erwähnen. Wir haben alle gute Tage, schlechte Tage, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wie war das bei dir? Ja, es war nicht alles so total frontal. Total frontal und alles ist cool. Nein, es gab damals eine Zeit vor vielen Jahren, da hatte ich noch eine zweite Firma gehabt, weil ich habe einen Transporter da, mit dem ich meine Musikanlage fahre. Warum soll das Auto unter der Woche stehen, wenn ich nur Wochenende unterwegs bin? Dann könnte ich ja hernehmen für Paketdienst, für einen Kurierdienst. Gut, mache ich das natürlich auch nebenbei. Bin für andere Leute gefahren und immer mehr gefahren, dann Angestellte auf die Tour gehabt, die mich eigentlich gar nicht rentiert haben, weil es gab damit genau die Zeit, wo der Benzin in Deutschland, auf einmal der Diesel bei 1,60, 1,70 war. Okay. Und ich habe am Tag nur 120 Euro Pauschale bekommen für 500 Kilometer. Boah. Ja, hartes Business. Und ich habe schon immer gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss dich ausstellen. Ich habe 3 Kinder zu Hause, bitte schau. Jetzt habe ich das Geld von Musik genommen, in die andere Firma gesteckt und geschaut, dass halbwegs die andere Firma um die Runde kommt, dass die andere den Job nicht verliert wegen den 3 Kindern. Und irgendwann habe ich mir gedacht, bist du blöd? Sie schaut ja auch nicht auf dich. Jetzt musst du auf dich schauen. Dann habe ich mal den Schluss gefasst, so, ab heute, zack, ist die Firma geschlossen. Ja, was soll ich machen? Sag ich, du, ich bin nicht der Vater von den 3 Kindern, interessiert mich das nicht, was mit deinen 3 Kindern ist. Ich muss jetzt mal auf mich und meine Familie schauen. Und das war Zeit, da muss ich sagen, ist meine Frau sehr stark hinter mir gestanden. Da wären alle Frauen schon längst weg. Weil wenn der Gerichtsvollzieher dein bester Freund ist und du ein Schuldenberg hast, wieder von Schuldenberg, vor etwa knapp 160.000 Euro. Und ich muss sagen, die habe ich Gott sei Dank jetzt die letzten Jahre abgearbeitet und alles geschaut, dass die Schulden alle weg sind. Ein paar Monate habe ich noch, dann habe ich das auch geschafft. Und ja, aus dem habe ich auch wieder gelernt, aber mittlerweile bin ich auf guten Weg und werde solche Fehler nicht mehr machen, zumindest keine zweite Firma mehr, was in solche Richtung läuft. Wo vor Anfang weiß, wenn du von anderen Leuten kein Geld bekommst, an den Firmen, ja, Firmen, da habe ich 69.000 Euro Ausstand und bin trotzdem noch gefahren, weil die Tour muss ja gefahren werden für andere Leute, okay, dass die anderen ihre Ware bekommen. Und ich, ja, warum sollen die anderen darunter leiden, weil der andere mich nicht bezahlt? Und irgendwann habe ich gesagt, es geht nicht mehr, und ich habe von dieser Zeit jetzt über 90.000 Euro noch Ausstand von verschiedenen Firmen, wo ich das Geld nicht bekommen habe, weil jede Firma insolvent war. Aber die ganze Geschichte. Und ich wollte auch Insolvenz machen. Aber die Insolvenz wurde nicht genehmigt, weil das Musikgeschäft so gut läuft. Jetzt kann ich ganze Schulden praktisch abarbeiten als Spitz bei Markus, obwohl es eine andere Firma ist. Und da ich keine GmbH und so weiter gemacht habe, war auch ein Fehler. Wir hatten ganz Privatvermögen alles drin, und ja, jetzt habe ich es alles so einfach so runtergehauen, und da hat mir meine Familie auch sehr stark unterstützt und geholfen und auch sehr viele Freunde gehabt, die wirklich zu mir gestanden sind. Da weißt du schon, teilweise mit Selbstmordgedanken spielst, das habe ich schon 2-mal gehabt in meinem Leben, ja, weil du wirklich so tief unten bist. Und das war damals genau noch zu dieser Zeit, wo Nick P. das Lied von Berlin rausgebracht hat, und das war damals
noch so ein Ding vom Träumen und so weiter, oder macht einen Traum, weil irgendwann ist vielleicht zu spät. Das hat mich so noch tiefer in ein Loch gezogen, genau zu dieser Zeit. Und ja, aber aus dem Loch bin ich Gott sei Dank heraus, bin ja total frontal im Leben und jetzt geht's aufwärts und mir geht's wirklich sehr, sehr gut mittlerweile. Und ich bin stolz, dass ich so eine Scheiße auch fressen durfte in meinem Leben. Da redet man wirklich von dunklen Zeiten, oder? Da lernt man sehr viel daraus und mittlerweile bin ich auf sehr gutem Weg und habe sehr gute Freunde und mir ein sehr geiles Team. Und ja, auf das bin ich stolz und ich bin auf mich stolz, dass ich es weit geschafft habe. Und ja. Also auch von mir Hut ab, ich meine, das sind wirklich, das ist ein großer Brocken, wo du da schlucken musstest, das ist wirklich, ja. Da brauchst du Fell. Aber was gut war, dass ich die Bühne gehabt habe, auf der Bühne konnte ich abschalten, da habe ich alles vergessen, alles. Aber sobald ich wieder ins Auto reingestiegen bin und wieder nach Hause gefahren bin und ich weiß genau, wie der nächste Morgen schon wieder abläuft, Termine da mit Rechtsanwalt, da ein Gerichtstermin, da wieder zum Gerichtsvollzieher, da schauen, dass so die Gläubiger alle sein Geld bekommen. Und einen Gläubiger habe ich gehabt, das war ein totaler Fan von mir, der hat mir gesagt, wenn du einmal nicht die Rate pünktlich bezahlst, wie wir vereinbart haben, dann mache ich dich in der Öffentlichkeit fertig. Und ja, das war halt noch ein Druck, wo hinten herkommen ist, aber mittlerweile habe ich das alles gut überstanden und ja. Und ich muss sagen, ich war auch zu meinem neuen Team, ich war am Anfang an sehr ehrlich, was bringt es, wenn ich sage, aha, ich bin jetzt der Spitzenmagist, tralalala, sehr gut. Und da muss ich sagen, der Elmo und der Sonja, Dankeschön, sie haben es von Anfang an gewusst, auch der Charlie B-Reiter, mein Produzent, sie haben genau gewusst, wie meine Lage ist und sie hat mich trotzdem unterstützt bis hierher und jetzt möchte ich das mit dieser CD und mit meiner ganzen Zukunft das alles zurückgeben, was sie mir gegeben haben und ich bin hoffentlich auf dem richtigen Weg und gemeinsam schaffen wir das total frontal. Total frontal, Markus, ich meine, du hast es auch verdient, du bist so ein ehrlicher Kerl. So ein cooler Typ und so ein guter Entertainer. Einfach schön, wenn dann die richtigen Leute kommen und dich da irgendwie dir helfen können, dich unterstützen können im richtigen Moment natürlich. Ja. Und auch dem Peter, seinem Team von Schweiz 5, sage ich auch Dankeschön für die tolle Unterstützung. Jetzt haben wir Kooperation Alpenwelle Schweiz 5, das erste Mal. Wahnsinn. Das erste Mal. Normal können wir die Sendung total frontal nennen. Total frontal. Genau. Jetzt vielleicht noch kurz auch, du polarisierst ja auch wirklich in der Öffentlichkeit. Ja. Du hast auch einen Knopf bei TV Total, ist das so? Genau, ich hatte einen Knopf bei Stefan Raab für 3 Wochen, jeden Tag bin ich gedrückt worden. Was war der Knopf? Das war das Jodeln von Pippi. Alleretti, 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 fuck, 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 fuck. Und zum Schluss hat sogar Stefan Raab mitgejodelt. Und wenn Weltjodeltag war, wir haben ihn eingeblendet, der Spitzbar Markus. Und das muss ich sagen, war wow, für ein geiles Gefühl. Aber in YouTube ging es dann natürlich zur Sache. Ich hatte dann innerhalb 3 Monaten 1,4 Millionen Klicks. Allerdings wurde dann das Video von YouTube selbst gesperrt, weil am Anfang haben sie nur noch mich beleidigt. Okay. Rattenfresse, Hurensohn und solche Sachen. Also wirklich unter sehr der extrem. Ich hatte auch 7 Morddrohungen bekommen zu dieser Zeit. Und dann war es nicht mehr so, dass sie mich beleidigt haben, sondern sie haben untereinander schon beleidigt. Meine Fans und die Gegner. Das war so richtig harter Fahrt. Wo bist du zu Hause? Wir kommen zu dir und machen dich fertig. Und dann hat YouTube gesagt, es tut uns leid, wir müssen das Video jetzt sofort sperren. Und dann wird das Video komplett gesperrt und ja, jetzt haben wir leider keine Millionenklicks mehr auf ein Video, aber wir sind auf dem Weg dahin, das zu schaffen mit 9 Videos und ja. Ja, es ist schön, wenn man so berühmt wird eigentlich über Nacht, aber hat auch eine riesen Negativseite, wenn man dann von den Leuten falsch aufgenommen wird oder sich lächerlich machen über einen, oder? Genau. Das ist dann schon die dunkle Seite dann halt. Genau, aber ja. Das kriegen wir schon hin. Jeder Mensch hat da Träume, gell? Ja, Träume. Ich und zum Beispiel habe auch einen Traum. Ja, was wäre der Traum? Ich würde gerne mit dem Fantasiemäßig würde ich gerne mal am Berg gehen. Du würdest am Berg gehen? Mit ein bisschen Fantasie im Mai am Berg. Ich glaube, das wäre ein Titel von deiner neuen CD. Genau. Und den hören wir jetzt mit ein bisschen Fantasie. Es ist Samstagabend, ich sitz allein zu Haus. Ich schalte den Fernseher ein und sehe meine Maus. Wie kommt sie bloß dahin, gleich in die erste Reihe? Wie gern wär ich bei Florian jetzt dabei? Mit ein bisschen Fantasie im Mai am Berg. Mit einem weißen Boot übersehen zu meinem
ganz weg. Du hast mich tausendmal belogen, oh, viel zu oft betrogen. Doch das Glück steht mir nicht bei, denn Wolke 7 ist noch frei. Ich kann es einfach wirklich nicht verstehen. Was findest du an dem Typ nur so schön? Ich weiß, Träume sterben nie, doch irgendwann, dann schaffst auch ihn. Vielleicht sind wir beide dann im Paradies. Mit ein bisschen Fantasie im Mai am Berg, mit einem weißen Boot über See zu meinem Zwerg. Du hast mich tausendmal gelogen, oh, viel zu oft betrogen. Doch das Glück steht mir nicht bei, denn Wolke 7 ist noch frei. Wieder bisschen Fantasie im Mai am Berg, mit einem weißen Boot über See zu meinem Zwerg. Du hast mich tausendmal belogen und viel zu oft betrogen. Doch das Glück steht mir nicht bei, denn Wolke 7 ist noch frei. Mit ein bisschen Fantasie. Habt ihr jetzt gehört? Hat es hoffentlich gefallen. Ein super Titel, wenn du mehr fragst. Zum Thema Fantasie, Spitzbuben. Yeah. Wo geht es noch hin mit dir? Ja. Da können wir uns auch auf eine gewaltige Ladung Action gefasst machen, hoffe ich. Also ich bin dran, bin dran zu arbeiten. Nein, ich sag, ich bin ja sehr viel unterwegs, Gott sei Dank. Auf spitzbuben-markus.com kann ich immer nachschauen wegen Termine, wo ich überall kreuz und quer unterwegs bin. Österreich, Deutschland, Schweiz, Holland ab und zu mal. Auf Holland ist so weit zu fahren, das ist ja, das ist Wahnsinn, durch ganz Deutschland durch, bis du in Holland bist, aber fein auch, sehr schön. Und ja, sind wir kreuz und quer unterwegs, sind gerade, wie gesagt, fertig geworden mit einer neuen CD, haben wir auch 2 Jahre lang gearbeitet dran an dieser CD, aber man hört es natürlich auch, ist auch viel live eingespielt worden, im Album Total Frontal sehr viel live eingespielt und das hört man natürlich, weil viele machen den Fehler heutzutage bei Produktionen, gehen wir alle nur vom Computer her und billig und billig und billig, aber das ist nicht der richtige Weg. Das ist hier nicht der Fall, hä? Nein, man muss an den großen Beispielen nehmen, wie Helene Fischer oder so, oder andere, oder Gabalier, dann wird alles noch live eingespielt, teilweise die meisten Instrumente, und nicht nur alle vom Computer. Das ist eben da auch der Fall, und da merkt man natürlich auch die Qualität. Also Total Frontal ist auch Qualität garantiert. Ja. Da bist du stolz darauf, auf die CD. Da bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Also, ich habe schon 7 CDs vorher gemacht, aber das, muss ich sagen, ist mit Abstand die weiteste, und beste CD, die ich jemals gemacht habe. Und wow, wirklich ein geiles Team. Wir haben zwar lange gebraucht, aber gut Ding braucht halt Weile. Und wir haben sehr viel selbst mit eingebracht in die CD, die Idee. Und ja, ich hoffe, dass es dann noch weitere CDs gibt mit dem gleichen Team. Und ich hoffe, dass noch sehr viel weitergeht, natürlich mit der Alpenwelle. Weil ich bin ja Stammgast, oder wie sagt man da, das also, Inventar von Alpenwelle. Genau, zum Inventar gehört eigentlich ein wenig zum Inventar der Alpenwelle. Wenn man bei Alpenwellenproduktion dabei ist, wenn ihr also live bei Alpenwelle-Produktion mitkommen würdet, würdet ihr eigentlich um ihn nicht drum herum kommen. Du bist eigentlich bei jedem Event dabei und sorgst für die Party. Genau, ja. Und für richtige Stimmung natürlich auch. Für natürlich auch ab und zu mal eine oder die andere Frau. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Auf dieser CD finden wir 16 Titel. Also ein Bonus-Track ist auch drauf. Und was ihr auch sagen müsst, eben, könnt ihr die CD jetzt bestellen, liebe Leute? Also bestellt die CD. Helft uns hier wirklich. Es ist eine tolle CD. Wäre schön, wenn die gekauft wird und natürlich auch anhören könnt. Eine super Produktion. Markus ist stolz drauf. Eben bestellen könnt ihr sie unter info@schweiz5.ch. Dort ein E-Mail schicken und könnt ihr die CD dort natürlich easy und einfach erhalten. Sind das eigentlich alle deine Tracks oder wie ist das da genau? Duett mit Kuhle lese ich ja auch drauf. Duett mit Kuhle haben wir gemacht, ja, das haben wir schon vor ein paar Jahren aufgenommen. Was wären wir Männer ohne Frauen? Das ist eine gute Frage, was wären wir Männer ohne Frauen? Ja, glücklich. Natürlich, ja, nein, natürlich. Ohne Frauen geht es nicht. Das ist klar. Das ist darum, ja.
ohne Frauen, weißt du eh. Es hat alles ein bisschen weniger spannend, weißt du? Ja, das ist die Frauen, die. Die Spannung fehlt, oder? Die Spannung fehlt dann halt einfach auch zu Hause. Das ist, und wer würde dann die Wäsche waschen? Auch die, ja. Zumindest meine ich, ich habe sehr viel Wäsche. Wenn ich so eine Woche unterwegs bin, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und am Herd stehst du ja selber, aber die Wäsche waschen ist okay. Ja, genau. Wäsche waschen ist darf. Darf ja, die Frau machen. Jetzt kommt der spannende Part. Ich denke, liebe Zuschauer, 3 von diesen tollen CDs dürfen wir heute Abend handsigniert, also wir reden hier von handsigniert, verlosen. Ist das so? Ja, die machen wir dann auch. Hinterher wird es handsigniert von mir. Genau, es wird vom Spitzbub Markus heute noch, also jetzt, ich tue nachher gerade herhalten Stift, heute wird es noch handsigniert und die ersten 3 E-Mails von unter info@schweiz5.ch eingehen. Die allerersten 3 nachher müsst ihr leider zahlen für die CD. Die ersten 3 gehen gratis an euch vom Spitzbub Markus total frontal. Genau. Und jetzt höre ich natürlich noch von Regie. Jetzt haben wir ein Problem. Verschenken dürfen wir natürlich nicht bei Schweiz 5. Das ist das Problem. Das heisst, wir müssen jetzt noch irgendwie ein bisschen etwas machen. Ich habe schon eine Idee. Markus, jetzt wird es schnell heftig. Bist du gut im Lieder erraten? Im Lieder erraten? Oh ja, kommt darauf an, welches Lied. Ja, es kommt darauf an. Also, ich habe jetzt gedacht, für jede CD versuche ich ein Lied kurz anzusingen. Ich kann nicht singen, aber wenn du es errätst, dürfen wir es bringen. Okay. Okay? Bist du bereit? Also, drei Lieder musst du praktisch, muss ich erraten. Genau, also einfach den Künstler, den Interpret und den Titel. Okay. Okay. Liebe Zuschauer, jetzt, also singen kann ich natürlich nicht so gut, aber der Markus, du bist ja ein Profi, oder? Ja, ja, okay. Halbwegs. Fangen wir einfach an mit Atemlos durch die Nacht. Helene Fischer. Sehr schön. Christina Bach komponiert und auch produziert. Ja. Sehr gut. Ein toller Titel. Ja. Also, wir machen es euch nicht schwieriger als nötig. Die erste hat er schon. Also. So. Ich war schon immer ein Optimist. Man schafft alles, wenn man nur will. Glaub an dich, glaub an mich, glaub geboren, an dich. Geboren, um dich zu lieben. Der Mann ist gut. Könnte ein Lied für dich sein und für mich. Wir sind geboren, um uns zu lieben. Also, jetzt die letzte CD hier, liebe Zuschauer. Die letzte CD. Jetzt müssen wir es auch noch hinkriegen. Ich hab geträumt von dir, dann bin ich aufgewacht. Trau mich nicht zu fragen, denn du könntest ja sagen, dass dir das total nicht passt. Matthias Reim. Genau. Sehr schön, liebe Zuschauer. All die 3 CDs dürft ihr jetzt bei uns auf info@schweiz5.ch. Seid schnell, dann bekommt ihr die CDs handsigniert von Spitzbub Markus gratis zu euch heim. Ja, lieber Spitzbub Markus, jetzt ist die Co-Produktion eigentlich schon fast wieder vorbei. Die Sendung total frontal ist so schnell total vorbei. Total frontal, schnell vorbei. Ja. Die Zeit rast hier einfach durch. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage Dankeschön an alle, dass ich dabei sein durfte. Und ja, auf eine gemeinsame geile Zukunft. Vielleicht, ich hoffe noch vielleicht so viel. Auf Gold. Vielleicht auf Gold mit der tollen CD und ich hoffe dir noch so tolle Auftritte. Ich meine, du bist wirklich ein Kraftbündel mit deinen 5-stündigen Auftritten. Also da kommt nicht mal ich hinterher. Keine Chance. So viel Power, okay. So viel Kraft. Schaust du locker. Nein. Das ist du kannst du mittlerweile auch schon jodeln, habe ich gehört. Ja, ein wenig. Ja? Nee, kann ich nicht. Jolioti. Ist ganz einfach. Holjeti. Holjeti. Ja, passt schon. Okay. Das lerne ich dann noch. Zur nächsten Sendung werden wir gemeinsam was haben. Und wir sind ja so viel gemeinsam unterwegs, weil die Backstage-Sendung machst ja du auch. Wir haben Zeit. Wie kommst du immer auf die Ideen bei den Backstage-Sendungen? Wie kommst du darauf? Also grundsätzlich, der Elmar hat ja immer einen Plan. Also, weißt du, es ist alles... Ab und zu. Ab und zu. Wenn er jetzt das hören würde, würde er natürlich laut lachen. Also, aber... Nee. Oder er macht wah. Wie mein Hund. Das ist alles so spontan, wie die Feste fallen, wie sie fallen halt. Und wir machen einfach dort mit und alles ist extrem spontan. Da gibt es kein Drehbuch. Da gibt es nur einfach, wir sind da und wenn wir die Situation sehen, wird es aufgenommen, dass es so authentisch wie möglich kommt für den Zuschauer zu Hause. Und ich denke, das ist auch gerade das, was ausmacht, oder? Ja. Darum kommt die Sendung auch sehr gut an. Ich hoffe, ich weiß die Reaktionen daraus. Das ist Wahnsinn. Es freut mich, dass ihr das immer macht. Ihr macht das saugeil. Macht richtig, richtig Spaß, auch mit euch und so tollen Künstlern zu arbeiten. Und jetzt sind wir leider schon mit der Zeit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, bis zum nächsten Mal, Co-Produktion von Schweiz 5 und Alpenwelle. Schaltet ein und bis bald. Genau, und bis bald. Und ich möchte noch verabschieden. Dankeschön, Kevin, für das tolle Interview, für das tolle Gespräch. Dankeschön euch fürs Dabeisein. Und vielleicht sieht man sich irgendwo. Und nicht vergessen, vielleicht bestellt ihr meine CD. Ich würde mich freuen. Und ja, wenn wir es schaffen, haben wir in der Schweiz eine Goldparty. Goldparty mit Champagner. Mit Champagner. Und mit der nächsten Nummer sage ich euch Dankeschön. Ein Bonustrack von meinem Album, meine Version. Meine Spitzbur-Version von der ewigen Liebe. Ciao, Servus, Papa, euer Spitzbur Markus.
und drück mich fest an dich und lass mich nimmer los. Ich tank mich jetzt grad an dir auf, weil's einfach so gut tut. Ich hab dich gern, ja, ich brauch dich, ja, ich bin süchtig nach dir. Doch Garantie kann ich dir gar nicht geben, dass für immer so wird sein, ewige Liebe. Das wünsch ich dir, ewige Liebe. Das wünsch ich mir, ewige Liebe. Nur für uns zwei, ewige Liebe. Fühl mich bei dir daheim. Sag nicht für immer und sag nicht nie, ich gebe alles für dich auf. Dein Blick hat eingeschlagen in mein Herz, hast mich zum Weinen gebracht. Tropfen von den Stromstoß, die so gut tun, würde ich alles machen, alles geben, alles würde ich tun. Ja, ich lass dich nicht mehr los. Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Liebe kommt und geht, wie ein Kerzen schmilzt sie weg. Wie ein Lied hört sie einfach auf oder sie haut einfach ab. Nie mehr so geh, sie wie Licht ist dieser einziges Geben und Nehmen. Es gibt keinen Verlierer oder Gewinner in dem Würfelspiel. Das wünsche ich dir. Die ewige Liebe, das wünsche ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, fühl mich bei dir daheim. Bei dir so daheim. Ewige Liebe wünsche ich dir und mir.